Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Verantwortung für das, was wir tragen. Und die Wahrheit ist, in vielen Bereichen der Welt, vornehmlich in Asien, wird zu Bedingungen produziert, die wir für uns selbst niemals akzeptieren würden. Für Näherinnen werden Löhne bezahlt, die selbst unter Beachtung der dortigen Kaufkraft nicht zum Leben reichen. Die Verhältnisse und Bedingungen der Arbeitssicherheit sind nicht akzeptabel, die Umweltverhältnisse teilweise katastrophal. Wir müssen darauf reagieren aus eigener Verantwortung, um zu zeigen, dass nicht erst seit der Katastrophe von Rana Plaza wir eine globale Verantwortung haben für die Frage, wie Textilien weltweit produziert werden. Und die Antwort darauf bedeutet, wir haben eine Verpflichtung, die Situation der Menschen vor Ort in den Ländern bei der Produktion zu verbessern. Und auf diese Verpflichtung wollen wir uns sehr gerne einlassen. Aber klar ist auch, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das ist ein langwieriger Prozess. Und es gibt auch einige grundsätzliche Irrtümer, die immer wieder geäußert werden. Zum Beispiel der Irrtum, dass eine Produktion in diesen Ländern nicht gut sei. Das Gegenteil ist der Fall. Die Textilindustrie, gerade beispielsweise auch in Bangladesch, hat dazu beigetragen, dass die Verhältnisse der Menschen sich Stück für Stück verbessern konnten. Dass beispielsweise in Bangladesch auch durch die großen Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen die Geburtenziffer in den letzten 30 Jahren von 6 Geburten pro Frau auf etwa 2,5 Geburten zurückgehen konnte und damit sich ganz konkrete Perspektiven für die Menschen entwickeln konnten. Oder schauen Sie nach Südkorea, ein Land, das es geschafft hat, durch den Einstieg über die Textilindustrie sich zu einem Industriestaat mit Maschinenbau und Elektrotechnik zu entwickeln. Und falsch ist auch die Vorstellung, dass allein günstige Kleidung bereits was über die Produktionsverhältnisse sagt. Entscheidend ist der Lohnanteil an der Kleidung. Und der ist auch manchmal bei hochpreisigen Textilien nicht wesentlich höher als bei Textilien, die wenig kosten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Verantwortbarkeit für katastrophale Umstände in den Produktionsländern auch der dortigen Korruption geschuldet sind. Auch das müssen wir ins Visier nehmen. Und jetzt ist die große Frage, an welchen Stellen können wir ansetzen? Und die Idee, dass Richtlinien oder Normen oder gar eine Beschwerdestelle in Brüssel jeden Einzelnen, der bis zu 140 Produktionsschritte entscheidend beeinflussen kann, diese Idee ist zu optimistisch und sie wird in der Praxis wenig funktionieren. Entscheidend ist, dass wir keine Bürokratie haben, sondern dass die Menschen mehr verdienen, dass wir Stück für Stück den Lohnkostenanteil heben, weil es sich gezeigt hat, durch die Erhöhung der Lohnkosten, und das ist bei einer Jeans, bei einem T-Shirt oftmals nur wenige Cent, dass durch die Erhöhung der Lohnkosten tatsächlich die Bedingungen für die Menschen verbessert werden können. Und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Wir setzen also bei der Wertschöpfungskette am entscheidenden Faktor an, nämlich am Faktor Mensch, dass wir erreichen können, dass die Menschen in besseren Umweltbedingungen, mit besseren Arbeitsbedingungen und mit mehr und besserem Lohn produzieren können. Und da ist mir wichtig, auch noch mal einen Satz für das Bündnis für nachhaltige Textilien zu verwenden. Vor 2 Jahren, als dieses Bündnis durch unseren Entwicklungshilfeminister Gerd Müller gestartet ist, hat niemand gedacht, dass innerhalb von 2 Jahren mittlerweile über 180 Unternehmen daran beteiligt sind und sich an dieser Bewusstseinsbildung beteiligen. Und zeigen Sie mir doch bitte ein Industrieland der westlichen Hemisphäre, welches sich mit dieser Nachhaltigkeit und mit diesem Engagement für diese Produktionsbedingungen engagiert. Ich glaube, auf unser Engagement können wir wirklich stolz sein. Meine Damen und Herren, wir haben eine Verantwortung für das, was wir tragen.
Und das Bewusstsein beginnt beim Einkauf, beim mündigen Verbraucher, der, wenn er in die Bekleidungsgeschäfte geht, sich auch im Hinterkopf haben sollte, wie diese Kleidung produziert wird. Und ich setze darauf, dass durch bessere Löhne für die Näherinnen, dass durch ein nachhaltiges Textilbündnis insgesamt die Verhältnisse verbessert werden und wir durch diese Debatten dann auch für die Menschen vor Ort was gewinnen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit